Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich richte mein Mikrofon, hoppala. Noch einmal ganz kurz. So. So sollte es klappen. Ja, wie ich in dem letzten Mero-Video schon angesprochen habe, kommt in dem nächsten Kanal-Update das, was ich zu sagen habe, wieso ich aus Mero ausgestiegen bin. Und das möchte ich hiermit jetzt ansprechen. Und möchte gleich auch noch ein anderes Thema dazu. Ja, hoppala, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Möchte ebenso auch nochmal ein anderes Thema ansprechen. Was nicht große Auswirkungen hat, aber das für aktive Zuschauer, die ich sowieso nicht besitze, eventuell wichtig sein könnte. Gut, fangen wir doch mal an mit den Themen, die ich zu sagen habe. Ich bin hier gerade auf dem Mero-Server, bin im Creative, um nochmal alles ein bisschen demonstrativ zeigen zu können. Und ich verhoffe, dass meine Mutter jetzt gleich nicht reinkommt. Die weiß nämlich nicht, dass ich aufnehme. Die platzt gerne mal in mein Zimmer. Ja, wie man hier zum Beispiel sehen kann, ist hier keine Kohle drin. Wahrscheinlich haben die mir schon so manches geklaut, ja. Ich habe nur noch ziemlich wenige Sachen in meinen Kisten. Ja, wie man hier sieht, ist hier auch Scheiße drin, also so gut wie nur Scheiße. Leute haben sich was aus meinen Kisten geholt. Ich habe ihnen auch gesagt, das dürfen sie sehr gerne tun. Ich habe da nichts gegen, ich bin ja raus aus dem Projekt. Aber was ich... Gut, die haben sich auf jeden Fall was genommen. Was ich zu sagen habe, ist, ich bin ausgestiegen, da es einfach nur noch Chaos gab. Hier zum Beispiel haben Leute einfach meinen Holzboden kaputt gemacht, haben da Cobblestone reingesetzt, was auch immer das sollte. Leute haben einfach in meiner Glaskiste zum Beispiel hier Fichtensetzlinge reingetan. War auch schon, glaube ich, vorher da. In der Kohlekiste waren einfach Schwarzpulver drin. Ich meine, das sind alles Kleinigkeiten, wo man sich eigentlich gar nicht drüber aufregen braucht. Aber wenn verschiedene Dinge einfach so zusammengeballt kommen, dann regt man sich da auch langsam irgendwann mal drüber auf und dann hat man auch keine Lust mehr. Hier zum Beispiel auch diese Treppe, die da einfach nicht hingehört, die irgendjemand gesetzt hat. Hier vorne stand auch mal eine Treppe. Das ist auf jeden Fall ein Mitgrund. Der nächste Grund ist, dass Tobi und ich fast ganz alleine die Stadt aufgebaut haben. Wenn man sich mal überlegt, ich habe diese Brücke, ich habe dieses Feld, ich habe das da angefangen, ich habe dieses Haus gebaut, diesen Brunnen, diese Brücke, den Schweinestall, den Kuhstall, hier habe ich versucht noch eine Fläche zu ebnen, diese Brücke habe ich gebaut, diese Brücke habe ich zusammen mit Tobi gebaut, ich habe die ganzen Wege in der Stadt gezogen, Robert hat das zwar auch mal gemacht, aber die wurden wieder abgerissen durch mich, weil die einfach hässlich waren, Tobi fand die auch hässlich, beziehungsweise die meiste Stadt fand die hässlich, weil sie einfach zu eng waren und es waren keine richtigen Wege. Zum Beispiel bis hierhin habe ich alles alleine gemacht, außer den Schafstall und Ole hat halt da sein Haus gebaut. Hier hat Tobi auch schon eine Menge dran gearbeitet. Er hat hier viele Folgen dran gesessen und auch schon viel gemacht. Okay. Wer auch immer der König ist, keine Ahnung. Ja, dieses Haus ist jetzt neu dazu, da kann ich nichts zu sagen, dieses Portal auch. Den Marktplatz haben Tobi und ich so gut wie alleine gebaut. Das Einzige, was hier noch durch Mr. Deluxe ergänzt worden ist, ist sein Marktplatz. Den Brunnen habe ich hier noch gebaut, der aber ziemlich hässlich ist. Ich habe dieses Haus gebaut. Dieses Haus hat Pala gebaut, was ich aber verschönert habe. Ich habe diesen Platz hier gebaut. Ich habe diese Schmiede gebaut, die leider noch nicht fertig ist. Ja, ich habe das hier gemacht, was aber nicht große Arbeit gekostet hat. Robert hat noch diese Flagge ergänzt. Robert und Pala haben nur dieses Haus gebaut. Da hat Pala noch sein Haus, da hat Pala noch seine Pornohütte. Oh Gott, jetzt hat er da noch Bäume drüber gesetzt. Und hier wollte Robert sein Haus bauen oder andersrum. Nee, ich glaube, das hier ist Roberts Haus und das... Nee, warte. Das ist Palas Haus und das ist Roberts Haus. Glaube ich auf jeden Fall. Und hier halt die Pornohütte von Pala. Also zusammengetragen, Pala hilft. Doch, Pala hat, glaube ich, das Haus gebaut. Pala, Robert und Robert, diese Stühle. Sehr schön.
ziemlich produktiv, muss man sagen, aber ich meine, diese Leute waren auch eher am Farm, haben sich eine Diamantrüstung geholt und waren damit zufrieden. Das heißt, sie waren nicht große Bauer, aber trotzdem, eine Stadt muss irgendwann auch mal errichtet werden. Ich meine, unsere Stadt sah ziemlich leer aus, ziemlich arm, ziemlich freudlos, geistlos, wie auch immer. Und ich meine, sieht sie immer noch aus, aber etwas wurde schon ergänzt. Hier auch nochmal zum Chaos: einfach Creeperlöcher, die dann nicht wieder gestopft worden sind. Und da denke ich mir persönlich, ja, was soll denn das? Ich meine, hat Zeit, aber dieses Creeperloch ist da schon ziemlich lange, das weiß ich. Zum nächsten Punkt: es lief einfach alles anders, wie es geplant war. Wir wollten Roleplay machen, das ging nach der fünften Folge einfach schief. Niemand hat sich mehr an das Roleplay-mäßige gehalten, dieses schwierige Reden, was aber auch ziemlich lustig war. Ich meine, das hat zum Projekt gehört und die Welt wird gespeichert. Yay! Das hat auf jeden Fall zum Projekt gehört und gehört? War das gerade richtiges Deutsch? Egal. Und dass einfach am Anfang immer wieder Leute ausgestiegen sind, zum Beispiel Gudrun, der hat einfach nichts hochgeladen, ist dann ausgestiegen. Gargo, den haben wir rausgeworfen, er hat nichts hochgeladen. Und dann kamen neue Leute hinzu, wie zum Beispiel The Bugsaw, der gegrieft hat. Ja, nicht wirklich gegrieft, der hat auf jeden Fall Diamanten geklaut. Ja, wer war noch alles da? Ist Nick, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, Fangcrafter oder irgendwas, der dann einfach auch irgendwelche Leute hinzugeholt hat, die wir nicht kannten, womit wir gar nicht einverstanden waren und der auch uns nur beleidigt hat. Aber es kam auf jeden Fall auch wieder neue Leute hinzu, die bis heute noch Freunde sind. Ich kann nur sagen, Bro Gamer ist ein richtig cooler Typ. Also, wenn ihr mal eine Chance habt, mit dem zu reden oder so, dann macht das echt mal. Also, der ist super lieb, der ist super sozial, keine Ahnung. Der ist eigentlich richtig netter und hört einem auch gerne mal zu, hat immer ein offenes Ohr. Ich habe Pro Gamer Mike neu kennengelernt und auf jeden Fall, Mero war ein super Projekt. Wir haben viel gelernt. Wir haben viele neue Leute kennengelernt und es war auch das erste Projekt von mir und auch von Tobi, was nicht kaputt gewieft worden ist, was nicht zersprengt worden ist, weil wenn man sich mal überlegt, mein erstes Projekt zusammen mit Tobi war auf Tobi und meinem alten Kanal Erdbeerkäse LP, falls ihr den nicht kennt. Da haben wir Feed the Beast gespielt. Dies wurde später zergrieft von einem Kumpel von uns, der die IP noch hatte, yay. Dann hatten wir Hexit gespielt, da wurde die Map dann einfach verloren gegangen. Dann hatten wir nochmal Hexit gespielt, der Server wurde dann von Chemo gegrieft. Dann ist das hier das nächste Projekt und hier bin ich sogar ausgestiegen. Genau, es lief einfach anders als geplant. Ja, zum nächsten Thema. Es kamen zu viele Leute rein, die man nicht kannte, denen man nicht vertrauen konnte. Zum Beispiel Baxor oder Nick oder sowas, die man einfach nicht kannte. Hauptsache, wir haben genug Leute im Projekt. Und ja, die haben dann auch viel Mist gebaut. Und daran hat es auch teilweise echt gehapert und ich weiß nicht, das lief einfach alles schief dann irgendwann. Das war einfach nicht mehr so, wie es war. Einfach kein Mero mehr, sondern einfach nur noch ein Vanilla-Projekt, wo dann einfach da eine Stadt war, hier eine Stadt und dann hat man sein Leben gelebt und später kam auch noch Stadt Hurensohn dazu, was auch wiederum kein Roleplay ist, aber man hat es einfach hingenommen, weil Hurensohn passt super zum Mittelalter, muss man sagen. Aber wie gesagt, man hat es einfach so hingenommen. Ja, aber diesmal lernt man aus den Fehlern, die hier gemacht worden sind. Das nächste Projekt wird auf jeden Fall besser. Das nächste Projekt wird auch ein PvP-Projekt werden, wo ich aber ganz wahrscheinlich verkacken werde. Da gibt es auch noch früh genug Infos für, von, wie auch immer. Tobi ist auf jeden Fall schon am Map bauen. Dieser wird nicht mitspielen oder indirekt mitspielen. Er wird sowas wie ein Kommentator oder Moderator sein, der die Map auf jeden Fall errichten wird. Das wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Ihr könnt euch da schon mal drauf freuen.
aber das wird auf jeden Fall noch etwas dauern. Und wie gesagt, aus diesem Projekt nimmt man hier jetzt einige Fehler mit, die man verbessern kann für das nächste Bauprojekt. Das nächste Bauprojekt oder das nächste Projekt überhaupt wird auch nur aus Leuten bestehen, die wir kennen. Das heißt, es werden allerhöchstens 10 Leute sein und es werden auch keine neuen Leute hinzukommen. Denn dann wird es wieder Chaos geben. Und das nächste Bauprojekt wird dann auch sicherlich nur eine Stadt sein, weil man so einfach viel weiterkommt und so viel produktiver ist. Es wird auch kein Roleplay sein, weil man sieht ja, man hält sich hier kaum an. Mittelalterlich ist das erst mehr so Asia-Wikinger eventuell. Das hier einfach ein Flachhaus und keine Ahnung. Ist einfach nicht wirklich Mittelalter. Gut, soweit war es das zu Mero. Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung verstehen. Ich habe auch bei dem letzten Video noch keine Kommentare dazu gesehen, also scheint euch auch ziemlich egal zu sein. Oder es guckt einfach niemand meine Videos, was ich eher glaube. Und ich glaube, dieses Video ist hier jetzt schon ziemlich lang, deswegen gehe ich jetzt einfach mal zum nächsten Thema über. Mero ist hierfür also aus. Ich hoffe, ihr versteht mich, könnt meine Gründe nachvollziehen. Auf jeden Fall machen noch ein paar YouTuber Mero weiter. Ich glaube Ole, Mike und die werden es auch nur noch so lange machen, bis der Server abgelaufen ist. Das wird auch nicht mehr lange sein. Und dann wird in nächster oder naher Zeit das neue Projekt kommen. So, zum nächsten Thema. Ja, gute Anbindung mit dem neuen Projekt. Bevor das neue Projekt startet, möchte ich gerne noch irgendwas anderes machen. Ich weiß aber nicht oder habe keine Ideen, was ich machen könnte. Und ich wollte euch fragen, ob ihr irgendwelche Ideen habt, was ich dann machen könnte. Eventuell. Gott, oh Gott. Eventuell irgendwie Redstone-Tutorials weiterführen oder einfach mal Skyblock oder irgendwas hatte ich da ja mal. Ich glaube. Singleplayer-Map spielen, bis ich sterbe im Hardcore. Also sowas in der Art wäre vielleicht mal ganz lustig. Ihr könnt euren Ideen mal freien Lauf lassen. Ich habe an Spielen Minecraft, Garry's Mod und Magicite, also aus diesen Spielen könnt ihr euch eigentlich was aussuchen. Viele andere Spiele habe ich eigentlich nicht. Eventuell, wenn ihr noch andere Spiele kennt, die kostenlos sind, weil ich mag mir nicht extra Spiele kaufen. Ich bin nicht so der Spielemensch, der öfter Spiele kauft oder was weiß ich. Auf jeden Fall, lasst euer Kreativität freien Lauf. So, zum nächsten Thema. Bevor ich diese Projekte aber anfangen werde oder dieses Zwischenprojekt, werde ich eine kleine YouTube-Pause machen, denn ich bin in letzter Zeit ziemlich gestresst, habe auch, um ehrlich zu sein, keine Lust auf YouTube. Ich werde aber auf jeden Fall weitermachen und ich hoffe, dass, ja, versteht ihr? Heute muss ich schon gehen. Ist gerade 23:20, ist eigentlich noch ziemlich früh, also ist Wochenende. Samstag. Und ja, das war's eigentlich. Diese Pause wird ungefähr eine Woche bis höchstens 3 Wochen gehen. Länger auf jeden Fall nicht. Gut, meine Leute, mehr habe ich euch eigentlich nicht zu sagen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war mal ein ziemlich langes Kanal-Update-Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios und ciao, ciao.